herzlich willkommen in den Lehr- und Forschungsgärten vom Campus Grüntal an der ZHAW in Wädenswil. Mehr als 5'000 verschiedene Pflanzenarten, Ausstellungen, Narrative Environments und interaktive digitale Lernparcours laden zum Entdecken und Erleben ein. Diese Gärten offerieren einen Einblick in die aktuelle Forschung und Lehre von unserem Institut oder können einfach nur zur Erholung genutzt werden. Ciao zusammen, mein Name ist Jaeve, ich bin Umweltingenieurstudentin und ich führe euch heute ein bisschen durch unsere ZHAW-Gärten. Fangen wir noch gerade im Erdreich an, was sich mit dem Boden unter unseren Füßen befasst. Der Boden ist extrem wichtig für unsere Ernährung als Kohlenstoffspeicher oder bietet auch Lebensraum für viele verschiedene Lebewesen. In dieser Ausstellung wird das Erdreich als begrenzte Ressource im Kontext von einer wachsenden Gesellschaft gestellt. Gerade daneben befindet sich das Gräserland. Seit Anbeginn der Landwirtschaft gelten Gräser als die wichtigsten Hauptnahrungsmittel des Menschen. Mit Mais, Weizen und Reis decken wir bis heute rund ein Drittel von unserem täglichen Kalorienbedarf. Im Fokus dieser Ausstellung stehen jetzt die Ernährung, die Landnutzung, die Biodiversität und Biotreibstoffe. Dann gerade am Rand des Gräserland haben wir im Pavillon die interaktive Ausstellung mit dem Namen Hashtag Maisleben. Die erwacht mit Hilfe von einer Smartphone-App zum Leben. Mittels Fragen zum Bereich Wohnen, Essen und Transport wird so der eigene ökologische Fußabdruck berechnet. Daraus zusammengestellte personalisierte Tipps sollen zum Nachdenken und nachhaltigeren Handeln anregen. Momentan befinden wir uns im Pilzgarten. Das ist ein Posten in der Schatzsuche, den wir für Familien offerieren, auf der Jagd nach den Perlen der Nachhaltigkeit. Für Erwachsene bieten wir eine elektronische Schnitzeljagd an, wo die Welt von hungrigen Zombies gerettet werden muss. Am ersten Montag im Monat findet am Feierabend eine kostenlose öffentliche Führung statt. Die beschäftigt sich mit verschiedenen Umweltthemen und wird durch Spezialisten vom Institut geleitet. Zusätzlich offerieren wir auf Anfrage Führungen für Schulklassen oder private Gruppen. Ein weiteres Highlight ist der grosse Pfingstrosengarten mit einem Querschnitt von über 250 verschiedenen Päonien aus aller Welt. Im schweizweit einzigartigen Garten von der traditionellen chinesischen Medizin können Besucher über 120 verschiedene exotische Arzneipflanzen entdecken, die uns sonst nur in Pulverform bekannt sind. In unseren Gärten wird natürlich nicht nur gelernt oder sich erholt, sondern die dienen auch für zukunftsweisende Forschungsprojekte. Aktuell findet Studien statt zur Optimierung von Dachbegrünungen. Wir haben aber auch innovative Aquaponikanlagen für Fische und Pflanzen. Und im Solarlabor werden die Studis im Betrieb von einer modernen Solaranlage eingeführt. Alle weiterführenden Informationen finden Sie auf der Webseite der ZHAW. Unsere Gärten sind das ganze Jahr durch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang frei begehbar. Und wir würden uns mega freuen, Sie in den lebendigen Gärten der ZHAW bald begrüßen zu dürfen. Ciao zusammen!